Wenn Sie richtig gut und überzeugend vor Publikum rüberkommen wollen, dann müssen Sie frei sprechen und sagen Sie nicht, das kann ich nicht. Im Alltag schaffen Sie es ja auch ohne Manuskript. Damit es Ihnen leichter fällt und Sie noch mehr Übung bekommen, habe ich zwei ganz einfache Übungen für Sie. Die erste ist wirklich kinderleicht. Lesen Sie laut vor. Am besten Ihren Kindern, die freuen sich nämlich riesig, wenn sie die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer Eltern dabei haben. Und es ist wunderbar für die Gehirnbildung und für das Texterfassungsvermögen. Wenn Sie keine Kinder haben, lesen Sie Ihrem Partner aus der Zeitung vor oder aus dem Buch, das Sie gerade lesen. Das macht beiden Spaß und Sie werden auf jeden Fall besser als freier Redner und Sprecher. Die zweite Übung macht auch richtig Spaß. Die können Sie zum Beispiel machen, wenn Sie Freunde zum Essen eingeladen haben. Sie knallen sich reihum gegenseitig Begriffe an den Kopf und immer der dran ist, muss 2 Minuten über den Begriff frei sprechen. Also ich sage zu Ihnen zum Beispiel Knoblauch und Sie reden 2 Minuten drüber oder FC Bayern München oder Formel 1 oder Jamaika-Koalition. Sie werden sehen, Ihr Gehirn lässt Sie nicht im Stich. Selbst wenn Sie keine Ahnung von diesem Thema haben, Sie können 2 Minuten frei darüber sprechen. Wie Sie noch mehr Sprechkompetenz bekommen, wie Sie vor Publikum wirklich sicher auftreten können, wie Sie gute Präsentationen halten, all das können Sie in der Moderatorenschule Baden-Württemberg in kleinen Gruppen mit maximal 6 Teilnehmern lernen. Natürlich von Profitrainern.